rein in den Kampfschrein. Mal sehen, ich schaffe den Kampfschrein first try oder nicht. Wir fangen hier im Kampfschrein an, natürlich nackt, so wie uns die Hyrule-Göttin schuf. Ast, sehr gut, Ast wird genommen. Dann ein einfacher Stock und ein einfaches Schild. Gut, wir haben hier da drüben schon mal einen Gegner gesichtet. Vielleicht erstmal den rechten hier erledigen. Geh mal, na. Ach, komm an. Okay, einen haben wir gleich mal zerstört. Einen Gegner weniger. Das war ja genau mein Ziel. Wir machen da so die Taktik. Einfach dezimieren hintereinander. So, da drüben ist der Nächste. Ah, der kann Pfeile schießen. Okay, wenn ich den Blatt mache, kann ich mir wieder Pfeil und Bogen krallen. Ah, okay, der kommt nicht rüber. Okay, der ist schlau. Der lässt sich da nicht locken anscheinend. Ich geh mal näher ran und schau mal. Vielleicht mal kurz zeigen. Warten, bis er schießt. Kurz mal ihn foppen. Ja, und dann die Nachladeperiode nutzen. Hat funktioniert. Moment mal, ich habe eine Idee. Ich hätte jetzt fast vergessen, dass ich da eigentlich durch die Decke springen kann. Das heißt, ich kann das auch so lösen. Keine Ahnung, ob diese Fässer irgendwie weiterhelfen würden. Und ich habe auch keine Ahnung, was passiert, wenn ich den Laserschalter auslöse. Wahrscheinlich nichts Gutes. Oh, was war denn das? Wieso? Hä? Ich gehe wieder auf die andere Seite. Was ist, wenn ich da... Ich will mal probieren, was passiert, wenn ich den Laser durchbreche. Aha, okay, dann wissen sie einfach nur, dass ich da bin und schießen auf mich. Legen Fass rein, dass die dann ablenkt. Oh, das könnte... Geht, oh, das ist eine gute Idee. Das gefällt mir. Hand. Ablenken, die Dinger. Schauen wir mal. Einmal so. Gut, jetzt haben wir Daueralarm hier ausgelöst, sozusagen. Vielleicht kann ich da jetzt da rein spazieren. So, da. Okay, der lebt aber noch ziemlich gut. Der lebt noch viel zu gut. Yes, ein Treffer ihn gelähmt und hin. Waffe kaputt, nächste Waffe, egal. Nächste Waffe, komm an. Nur keine Zeit geben hier zum Leben. Nächste Waffe, mir gehen die Waffen aus hier. Komm schon. Das gibt's doch nicht, kannst du einfach drauf gehen? Blödes, fettes Ding hier, komm schon. Blödes, fettes Ding. Was zum Geier. Und ich habe jetzt einen Blitzknüppel dafür. Was ist denn da hinten los? Gut, der schaut auch irgendwie richtig angepisst aus. Machen wir mal Synthese und besser als nichts. Damit in Kontakt kommen, ja, das ist natürlich ein bisschen ungemütlich. Gut, da ist eine Waffe, die könnte ich mir schnappen hier. Oh mein, da ist ja noch eine Stachel. Da liegt noch ein Stachel. Das ist natürlich auch noch mal besser. Okay, sich ausstarten und dann angreifen. Also, aber irgendwann muss ich dann halt auch mal angreifen. Doch ein Pfeil hier rum. Ich habe gehofft, ich kann noch vorher einmal überraschen. Ich locke ihn mal da raus, wenn es geht. Ich locke ihn da weg von den anderen Gegnern. Ah, da habe ich gut Reichweite mit dem Ding. Mach mal rauf. Jawohl. Immer schön warten, bis er die Deckung aufmacht, die Waffen wegnehmen. Und jetzt hat er keine Chance mehr. Okay, nix, ne? Ja, zusammen mit dem Chat, Leute, schaffe ich das Ganze. Okay, da drüben ist der Nächste. Jetzt wäre ich übermütig. Den schnappe ich mir auch gleich. Gut, hier Angriff. Warten, bis er herschaut. Jawohl. Gelähmt. Die Waffe nicht verloren, glaube ich. Komm schon, in die Ecke gedrängt, keine Chance mehr. Weg ist er. Ah, jawohl. First try, ohne Leben zu verlieren. Da ist auch schon der Loot. Schauen wir mal, was es hier Schönes gibt hier. Was ist denn? Ein Saphir. Den kann man wenigstens verchecken. Ja, das war der Kampfschrein und